Ein Mann im Todeskampf, sein Schmerz spürbar. Die Natur als Spiegel des menschlichen Gemüts. Es ist ein neuer, oft erschütternder Blick, den diese Maler zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf die Welt werfen. In Dresden sind vier Wegbereiter der Moderne erstmals vereint. Der Spanier Goya stößt auf den Franzosen Delacroix, der Engländer Constable auf den deutschen Caspar David Friedrich. Gemeinsam allen diesen Künstlern ist, dass sie versucht haben, aus den Erschütterungen der Französischen Revolution etwas zu machen, was ein neues Bild der Zeit, aber auch ihrer Malerei ist. Die Schwester des spanischen Königs. Goya malt sie nicht als souveräne Herrscherin, sondern als verunsicherte alte Frau. Die Meister der Romantik schockierten ihre Zeitgenossen. Und sie prägten folgende Malergenerationen. So lässt sich Gerhard Richter bei seiner Alpenlandschaft 1981 von Caspar David Friedrich inspirieren. Wo zeitgenössische Kunst ihren Quellen begegnet, erscheint das Alte plötzlich umso radikaler. Und so erschüttert die Ausstellung in Dresden nicht nur unsere Sinne, sie erweitert auch unseren Blick auf 200 Jahre Malerei.